Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test drei kleine Xplode-Batterien. Jede Batterie kostet 2,50 Euro, hat jeweils 9 Schuss, 20 Sekunden Brenndauer, 20 Meter Effekthöhe, 52 Gramm NEM und das Ganze im Kaliber 20 mm. Wie gesagt, alle drei Batterien sind in der Bauweise gleich. Und dann würde ich sagen, gehen wir raus, zünden sie einzeln weg und schauen uns an, welche dieser Batterien. Oh, ich habe eine Macke. Dieses scheiß Handy nervt mich. So Freunde, wir kommen jetzt zum ersten Dreiervergleich. Und zwar haben wir die 9 Schüsse von Xplode. Wir haben als erstes Pin-Up. Danach schießen wir die Proton und danach die Lucky 9. So, dann hoffen wir mal, dass uns keiner umkippt. Und wir fangen an, wie gesagt, mit der Pin-Up. Schöne kleine Batterie. Jetzt die Proton. Ja, ganz schön viele Verpuffer dabei. Und jetzt die Lucky 9 zum Schluss. Freunde, ich fand die Pin-Up am Anfang für mich persönlich am besten. Also Freunde, ihr könnt euch ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, damit ich das mal weiß. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut.